Hallo und herzlich willkommen im Chill Lounge. Schön, dass du bei mir wieder reinschaust. Und auch herzlich willkommen an jemand Neues, der hier den Weg gefunden hat auf meinen Kanal. Ja, ich mache hier die Budgetplanung mit der Umschlagmethode zusammen. Und heute habe ich mir Sparspiele bestellt. Also ich mache gerne so Sparspielvideos und habe dafür Sparspiele. Und ja, das mag vielleicht ein bisschen komisch sein für jemand, der neu ist, aber für mich macht das sehr Sinn, denn wenn ich Geld in den Fingern habe, gebe ich das aus. Und da habe ich auch Geld ausgegeben. Ja, aber ich mache das halt über den Umweg, dass ich dann praktisch beschäftigt bin, mein Geld dann wieder zu sparen. Weil sonst wäre es noch mehr weg. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Und es macht halt Spaß und es ist mein Hobby. Und ja, ich habe bei der lieben Susan bestellt von Gemeinsam Sparen. Die hat ein paar richtig. Ich habe mich jetzt wirklich lang zusammengenommen. Also jeder, der mir schon länger folgt, weiß das. Und ach so, und außerdem habe ich hier mein Tisch hier neu dekoriert. Ich nehme dich mal kurz weiter raus. Ich habe mich natürlich selber unterbrochen. Kann man das so sehen? Ja, das ist das, was ich bei Teddy, unbezahlte Werbung, was ich bei Teddy geshoppt hatte. Ja, also so ein kleines Häschen und die Ostereier und diesen kleinen süßen Kameraden hier. Die Röschen hatte ich. Also auf jeden Fall habe ich bei Susan bestellt, denn ja, ich habe mich beide schon zusammengenommen, aber jetzt hatte sie wirklich was drin, was ich unbedingt haben wollte. Und ich würde sagen, dann öffne ich das jetzt mal und zeige dir das. So, auf jeden Fall ist das zugeklebt mit einem richtig süßen Sticker, den ich jetzt halt kaputt mache, weil, oh, es geht sogar. Wow. So, bin ich ja mal gespannt. Ich das mal auf die Seite. Also so ist das jetzt auf jeden Fall bei mir angekommen. Wenn ich dran denke, werde ich ihren Kanal unten in meiner Videobeschreibung verlinken. Also ihren Etsy-Shop meine ich, mit dem Kanal. Jedenfalls habe ich hier Lose 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. Vielen Dank für deine Bestellung. Und eine kleine Eule, wie süß. So, dann habe ich nämlich das Dark Forest bestellt. Und Winter Witch. Wow, das sieht echt schön aus. Okay, also. Dazu gehören nämlich auch die Lose. Das kann man abkreuzen. Ich finde eine richtig schöne Qualität. Dann das mit den Losen. Moonflowers. Ziehe ein Los und spare die Quersumme oder Würfel mit einem Würfel deiner Wahl. Zum Beispiel 6 oder 20. Trage den jeweiligen Sparbetrag in die Mondblumenfelder ein. Sieht richtig schön aus. Ah, echt richtig schön. Und dann noch so Rubbellose. Ja, so zum Rubbeln halt. Und das sind 50. Ja. Klar, da weiß man es natürlich nicht. 95. Richtig schön. Richtig, richtig, richtig schön. Dann habe ich bestellt genau das hier. Und zwar finde ich das so schön. Das ist das. Ach so, genau. Das Dark Forest kostet 9 Euro. Das ist das komplette Set. Also das sind drei Einzel-Challenges und ich habe das ganze Set genommen. Und dann kostet es 9 Euro. Dann habe ich hier. Ja, das Sternenglanz. Und da ist das so, das finde ich echt eine richtig schöne Idee, dass man dann die Sterne aufkleben kann, wenn man den Betrag gespart hat. Und ich finde die Farbe echt richtig, richtig schön. Wow. Ja, finde ich super. Das hat gekostet 5,90 Euro. Und dann habe ich hier die Eulen bestellt. Das ist die Eulenmagie. Das ist eine laminierte Rubbel-Challenge. Zum Einheften für 5,90 Euro. Und ja, kann man rubbeln.
Garten richtig schön auch. Große Rubbelfelder, spare den Betrag deiner Wahl oder die Summe der beiden Beträge. Du sparst mindestens 65 Euro. Ja, mal schauen. Aber ich denke, wenn ich mir schon extra so Challenges kaufe von meinem Geld, dann versuche ich schon den gesamten Betrag zu sparen und nicht nur so eine Hälfte oder so. Und dann habe ich mir noch das Deckblatt bestellt. Das ist mein erstes Deckblatt. Das ist die Pfauenmagie in Lila für 3 Euro. Also das ist jetzt keine Challenge oder so, sondern einfach nur ein Deckblatt. Und ich, oh, das ist echt richtig schön. Das ist ja genau. An sich mag ich rosa nicht so sehr, aber so blau-lila. Also das hier. Das ist genau meine Farbe. Und das ist auch sehr schön. Richtig schön. Und dann habe ich hier noch ein, ach wie süß, eine Mini-Challenge als Goodie. Cozy Cat. Ein Feld entspricht, male außen, spare das Feld, die Farbe bestimmst du. Ja, das mache ich auf jeden Fall auch mal. Und dann habe ich noch eine Ostereiersuche für 90 Euro. Ach, das ist auch schön. Das ist auch ein schönes Spiel. Dankeschön. Vielen Dank für die Goodies. Richtig hübsch. Insgesamt hat das 23,80 gekostet plus 2,20 Euro Versand. Genau. Jetzt mache ich das mal auf die Seite und dann komme ich zum nächsten. Also wie gesagt, ich habe schon lange nichts mehr bestellt. Und ja, dieses Mal habe ich, ich weiß nicht, darf ich das zeigen? Wahrscheinlich schon, oder? Das, also meine Adresse ist eigentlich egal. Eigentlich ist es egal. Steht eben im Impressum. Und Sally und Tommy Inhaber Stefanie Mühlberger. Ich hatte im letzten Video da was Falsches gesagt. Also Sally und Tommy ist die liebe Stefanie. Und ja, es hat mir auch eine ganz liebe Abonnentin geschrieben, dass sie Steffi heißt. Genau. Also ich bin da ja nicht ganz so im, wie soll ich das nennen, im Dings drin. Im Flow. Im Sparspielflow, weil ich schon lange nichts mehr richtig bestellt habe. Ich brauche mal kurz eine Schere. Und bei Sally und Tommy habe ich auch was bestellt. Love What's Inside Snap Share Review. Ja, mache ich gerade. Ein Bonbonchen drin. Und da habe ich mir, ich finde das sehr hübsch verpackt auch. Leer, habe ich mir Folgendes bestellt. Ach, ist das süß. Das habe ich nicht bestellt. Das ist ein Goodie. Ein Platzhalter. Oh, süß. Dankeschön. Der ist richtig goldig. Oh mein Gott. Also bestellt habe ich die Romantika. Die habe ich bei der Annette gesehen. Und angehimmelt. Und ich finde es so schön. Also ich habe auch eine Yankee Candle Duftkerze. Die steht allerdings im Keller, die kann ich jetzt nicht zeigen. Und da ist auch so ein Fahrrad drauf und auf sowas stehe ich ja total. Ah, herrlich. Ich weiß gerade aber nicht mehr, wie sie heißt. Ist doch egal. Oh, mega schön. Irgendwie genau mein Stil mit so Büchern und Rosen und herrlich. Herrlich, herrlich. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Und dann habe ich das Jahr des Drachen bestellt, weil ich bin ja Baujahr 1988 und es war damals das Jahr des Drachen. Also ich bin im chinesischen Jahr des Drachen geboren und deswegen wollte ich das haben. Das Jahr des Drachen. Wow. Oh, schwarz und rot. Das sind auch genau meine Farben. Ich liebe rote Sachen. Mein Auto ist sogar rot-metallig, weil ich rot richtig, richtig schön finde. Ah, da freue ich mich schon drauf. Da freue ich mich mega drauf. Also Club-Challenge. Ich mag schon das so Club-Challenges. Das habe ich bei den Snowbuddies gemerkt und bei den Meeresflüstern. Da so Club-Challenges irgendwie voll mein Ding sind. So, und dann habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Da da jetzt keine Rechnung dabei liegt, weiß ich jetzt leider nicht, was die nochmal gekostet haben. Aber auch so um die 5 bis 10 Euro auf jeden Fall. Hier sind es die 8. Ne, Würfel. Wurstlose hier doch 8. Also das hier gehört da dazu. Ich finde es an dem auch schön, an den zwei Sachen, dass die jetzt nicht so Jahreszeiten bezogen sind. Das heißt, ich muss mir da nicht so einen Stress machen, dass es dann noch zur Jahreszeit passt. Und ich würde sagen, dass. Da steht jetzt gar nicht dran, was würfeln und was los ist. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall sind das 6 Stück und hier sind halt entweder da oder da. Einmal würfeln, einmal lose. Ich habe hier zum Beispiel noch den hier. Das ist ja der schöne hier. Dann nehme ich doch den. Ich finde, da passt das auch richtig, richtig gut. So. Dann mache ich die mal weg an der Seite. Ich muss mal kurz Herr der Lage werden. Also. Da habe ich den Romantiker, den Platzhalter. Das Jahr des Drachen. Die Ostereiersuche. Okay, also ich würde sagen, dass ich zuerst mal das Spiel nehme, das Sternenglanzspiel, und das einfach hier reinmache. So, dann habe ich hier die Sticker und hier dann praktisch das Spiel. Das mache ich jetzt bei dem so. Und. Dann habe ich ja noch die kleine Eule. Wo habe ich sie denn da? Da mache ich dann dasselbe, dass ich praktisch die Eule hier habe und das Geld dann hier. Oder? Eigentlich habe ich immer zuerst das Spiel. Nee, 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 ich mache es anders. Ich mache erst das Spiel und dann das Geld, weil sonst bin ich wahrscheinlich verwirrt. Also erst das Spiel. Dann das Geld. Als nächstes nehme ich, glaube ich, dann das Romantiker, weil es einfach von der Farbe, glaube ich, ganz gut passt. Und dann nehme ich. Ja, das Dark Forest. Mal schauen, ob das da reinpasst. Ich denke, ich nehme. Muss kurz gucken. Das längere. Weil das so viele sind. Und ich nehme, denke ich, eine extra. Ja, ein extra für Geld. Ein extra Teil für Geld. So, dann habe ich jetzt zu und es ist unten, zu und es ist oben. Als nächstes werde ich dann das Jahr des Drachen hier reinmachen. Mit den losen. So. Und dann nehme ich noch die kleine Cozy Cat Challenge hier rein. So, wie gefällt es euch? Also das ist dann praktisch der Binder. Ja, er geht gerade zu. Oh, herrlich, herrlich. Einfach wunderschön. Und
und die Eule einfach auch sehr schön, das für das Geld. Jetzt sieht man das Fahrrad gar nicht, weil das hier vorne ist. Ja, weil es hier so viele sind, ich glaube, ich soll ich die extra machen? Nee, ich mache da immer eins nach dem anderen, das wird mir sonst zu viel, ja. Ich mache immer ein Spiel nach dem anderen und hier werde ich das Geld sammeln und da kommt das Geld auch rein. Und hier habe ich dann noch die. So, sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Und die kleine Katze. Darf ich hier herausgucken? Okay, dann muss ich es in die neuen Beine da reinmachen. Hilft nix. Hilft nix. Auf jeden Fall danke, liebe Susan, für die schönen Goodies. Die sind wirklich sehr, 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 sehr hübsch. Ich hatte noch nichts von den Cozy Cats und die sind echt richtig süß. Ich habe mir auch überlegt, ob ich die Cozy Cat Challenge mir bestellen soll. Aber dann habe ich mich dagegen entschieden. Die ist zwar wirklich richtig, richtig niedlich, aber ja, man kann echt nicht alles haben. Man kann einfach nicht alles kaufen. Und da ich ein Drache bin, also ich bin im Jahr des Drache geboren, hat mir das einfach besser zugesagt. Und ich mag auch mehr solche dunklen Sachen. Ja, aber das mit dem Fahrrad ist auch mega schön. Und ja, ich habe mir jetzt lauter schöne neue Sachen gekauft, wo ich absolut platt von bin. Ich liebe ja Eulen. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe. Und dieser Pfau ist auch mega schön. Das ist so ein schönes Tier. Also an sich, der Pfau ist einfach ein schönes Tier. Herrlich, herrlich, ich freue mich. Vielen Dank auf jeden Fall für die schöne Post. Auch wenn ich selber bezahlt habe. Ich habe selber bezahlt. Bis auf die Goodies. Das lasse ich mal da, weil da kommt ja noch mal was. Ich habe ja noch von Alltagssparen. Genau. Hallo und herzlich willkommen, liebe G-Lounge. Ich habe die nächste Ladung von den Spielen bekommen. Also das ist drin. Das habe ich mir bestellt. Also das hier mit der Eule. Ich habe ja für dich. Das hat sie auf jeden Fall schön eingepackt. Richtig, richtig ordentlich. Richtig ordentlich. So, also, wow, so von Hand geschrieben. Also Honey Budget. Und hallo Sabrina, vielen Dank für deine Bestellung. Wir wünschen dir ganz viel Spaß und Erfolg beim Sparen, Honey Budget. Ich meine, das hat 7 Euro gekostet. Und gekauft habe ich mir diese Club Challenge, die magische Schule. Ja. Also ich finde es sehr mutig, dass sie sowas anbietet. Weil man sieht eindeutig, was es sein soll. Aber ja. Richtig, richtig hübsch. Richtig, richtig hübsch finde ich das. Und ich freue mich schon darauf, das zu spielen. Und dazu gab es noch eine Dankeschön-Challenge. Einmal würfeln. Also das große Küken. 10 Euro. Das Eichen 5, 4, 8, 1, 2. Auf jeden Fall sehr süß. Mit Tracker, richtig süß. So. Und da war auch ein Würfel dabei. Also ich habe ihn dazu gekauft. Ich hoffe ja immer noch, dass ich so einmal bekomme in so einem Rosa, weil das ist, glaube ich, die einzige Farbe, die ich noch nicht habe. Also so ein schönes Rosa. Aber irgendwie ist nie einer dabei. Und dann noch von der Jeanette Rau. Eine Happy Mail. Nee, ich habe das schon bestellt.
Also das Paket sieht irgendwie aus, als ob es ein bisschen was mitgemacht hätte. Aber da kann ja die Charlotte nichts dafür. Das ist drin. Nichts sonst, nein. Nicht, dass ich was wegwerfe aus Versehen. Thank you for your order. Ja, bitte schön. Auf jeden Fall auch ein schönes Tütchen. So, und das ist von Alltagssparen. Da habe ich auf jeden Fall die Blüten bestellt. Die hatte ich ja bis jetzt noch nie. Und ich finde die echt sehr schön. Dann habe ich, eine Wunscherfüller-Challenge bekommen. Das ist auf jeden Fall auch süß. Das kann man immer gebrauchen für alles. Und das ist von der Sparblume. Und ich habe die zweimal bestellt, weil ich die einmal an euch dann verlosen möchte. Ja. Aber ich weiß noch nicht genau wann. Aber ihr werdet es dann sehen. Ich habe die deswegen auf jeden Fall zweimal bestellt. Einmal für mich und einmal für euch. Und dann noch das hier. Die drei kleinen Erdbeerfeen. Das war im Angebot. Ich fand es so süß. Ich meine das, aber dass sie gar nichts dazu legt. Dass man nachher weiß, wo es herkommt. Es steht wirklich nirgends drauf. Keine Karte, kein nix. Es steht echt nirgends drauf. Also ich finde, also ich hoffe, dass sie das sieht, dass es richtig, richtig schön ist und richtig, richtig tolle Ideen, aber ich finde, man sollte auf jeden Fall seinen Namen von seiner Firma auf jedes Produkt draufhauen. Das ist richtig wichtig, dass man das sieht. Ist das hier bei der? Nee, da auch nicht. Vielleicht will man das nicht machen, aber vielleicht hier unten oder so. Damit man weiß, wo es herkommt. Und das finde ich richtig schön. Oh, das sieht so schön aus. Richtig hübsch, die drei kleinen Erdbeerfeen. Ich habe das irgendwie kaufen müssen. Ich weiß nicht, irgendwie fand ich das so süß. Ich weiß gar nicht, für was ist denn das da unten zum Reinschreiben? Die drei kleinen Erdbeerfeen. Unter den Robelfeldern befinden sich Beträge zwischen 5 und 10 Euro. Würfel mit einem vierseitigen Würfel und trage die erwürfelte Zahl vor die Beere, die du freirubbeln möchtest. Rubbele nun die Erdbeere frei. Deine Würfelzahl ziehst du vom Rubbelbetrag ab. Die Differenz ist der zu sparende Betrag. Beispielsweise du hast eine 3 gewürfelt und rubbelst eine 7 frei. 7 minus 3 gleich 4. Oh ja, das ist ja okay. Auch mal eine gute Idee, oder? Jedenfalls habe ich die Sachen bestellt. Und die werde ich jetzt hier noch einordnen in meinen Sparspielbinder. Und ich habe es jetzt nochmal umgeändert und habe nochmal ein paar unnötige Sachen raus, weil das ist sonst einfach zu viel. Aber ihr seht das Endergebnis ja dann. So. Die drei kleinen Erdbeerfeen. Das mache ich aber immer so, dass ich zuerst die Challenge und dann das Geld. Dann die Blume. Und eine ist ja für euch. Irgendwann werde ich die mal verlosen demnächst. Also seid gespannt und schaut rein, wenn ihr die haben wollt. Vielleicht lege ich das auch dazu, das weiß ich noch nicht. Und ich habe eigentlich jetzt schon so viele Sachen. Und das hier wollte ich ja auch unbedingt haben. Genau. Das tue ich auch mal rein. Ob ich da diesen Monat schon dazu komme, weiß ich nicht. Das ist eindeutig zu klein. Vielleicht passt es da besser rein. Die sind ja manchmal unterschiedlich, die Taschen. Ja, da passt es besser rein. Ja, ich werde es aber auf jeden Fall schon mal mein Bein da reinmachen. Ich freue mich schon drauf, wenn es dann losgeht. Und das ist auch echt süß. Ja, aber ich habe jetzt schon so viel Ostersachen. Ich habe ja auch noch mehr Ostersachen bestellt.
Kann sein, dass ich das auch an euch verlose. Genauso wie der Wunscherfüller. Und das hebe ich mal auf. Genau, dann habe ich das schon mal da drin. Ich habe hier eigentlich so viele Kartensteckplätze, dass ich das doch da reinmachen könnte. Ne, passt gleich mal nicht. Okay, weißt du ja. So, dann war es das schon. Das tue ich mal da hinten hin, dass das nicht verloren geht. Und ah, ich liebe diesen Pfau. Ich freue mich schon so sehr darauf, das alles zu spielen. Ihr könnt es nicht glauben. Ich freue mich so sehr. Und noch diese Eule. Ich werde wahrscheinlich ewig brauchen, das alles zu besparen, aber das macht nichts. Ach, das macht einfach mega. Ach, das ist so schön. Das ist ja eigentlich auch echt eine gute Idee, weil wenn ich dann mit einem Viererwürfel würfel, ja, dann sind die Beträge nicht so teuer. Das finde ich richtig gut. Und bei der Schwablume freue ich mich auch schon. Die wollte ich schon ewig machen. So. Gut, dann fehlen jetzt nur noch. Ja, da fehlt jetzt nur noch eine einzige Bestellung. Und dann haben wir es. Ja. Bis dann, macht's gut. Tschüss.